Herzlich willkommen. Freut mich, dass ihr so zahlreich erschienen seid zum Vortrag PHPCS. Hier stinkt es doch. Code Smells, schlechte Struktur, kein Standard, bekannte Probleme bei der Entwicklung. Mein Name ist Florian Häusler, Inhaber von HR IT Solutions und ich liebe schönen Code. Habt ihr direkt Fragen? Keine? Aha. Dann drehen wir den Spieß direkt um. Ich habe ein paar Fragen mitgebracht. Wer von euch liebt auch schönen Code? Aha. Sehr gut, sind einige dabei, so oder so. Wer liebt schönen Code nicht? Ja, stimmt was nicht. Es müssen jetzt genau die gegensätzten Richtungen sein. Aber schauen, und noch eine Frage. Wer von euch kennt den PHP Code Sniffer? Aha, schon weniger. Dann teilen wir schon mal ähnliches oder bald ähnliches Schicksal. Und zwar zu hoher Prozentzahl ist der Code leider nicht Joomla-Standard. Jetzt könnte man hier sagen, alles Quatsch, was der hier erzählt. Ne? Kann man sich schon mal denken. Habe ich mir auch mal gedacht. Eine kleine Geschichte dazu. Ist noch gar nicht so lange her. Da saß ich hier in einem ähnlichen Vortrag zum Thema Extension-Entwicklung. Final ging es um ein Tool, um ein Entwicklertool, bei dem ich erstmal durchgefallen bin. Nächster Schritt, ihr kennt es vielleicht, die einen Code, den anderen, erster Pull-Request auf Joomla.org, meine erste Extension auf Joomla.org, auch hier selbes, meine Extension oder mein Pull-Request wurde abgelehnt, Begründung PHP CS fehlgeschlagen. Ich fragte mich dazu, warum fehlgeschlagen? Ich muss noch dazu sagen, hatte damals hauptsächlich alleine entwickelt. Als ich dann lernte, mit HR IT Solutions im Team zu arbeiten, lernte ich auch die Probleme kennen und die Probleme sehen. Zum einen ergaben sich, wenn man vielleicht mal, ihr kennt es, den Code mit Joomla vergleicht oder mit anderen Sachen vergleicht, es ergeben sich unterschiedliche Struktur, unterschiedlicher Standard. Man erkennt schnell, es stimmt etwas nicht, man weiß es vielleicht noch nicht. Das nennt man auch Code Smell. Code Smell, ich sage mal so deutsch, Code duftet nicht angenehm. Und genau dafür gibt es eine Lösung. Zum einen PHPCS, dazu kommen wir aber etwas später. Und einheitlicher Programmierstil. Quasi Einheitsstandard, in unserem Fall natürlich der Joomla Code Standard. Weil jetzt gerade seht ihr, eigentlich schreiben schon mal ein bisschen bei dem ganzen Input heute. Sehr schön, ein bisschen verspätet, aber die kriegen wir auch noch mit. Bei dem ganzen Input heute ruhig einfach mal die Stifte liegen lassen, das Wichtigste mitnehmen. Die Folien werden im Nachhinein zur Verfügung sein. Nun, was ist Programmierstil? Was ist Code-Standard? Programmierstil kommt aus dem Englischen, Programmierstil im Englischen Code Convention oder besser Coding-Standard genannt. Darunter versteht man das Erstellen von Quellcode nach bestimmten vorgegebenen Regeln. Also wenn man codet, gibt es bestimmte Regeln, quasi ein Einheitsstandard. Welche Regeln es gibt, ihr kennt vielleicht die eine oder die andere. Ich habe uns hier mal ein Beispiel ausgesucht. Ein If-Else-Beispiel. Es gibt sehr viele Regeln, wir gehen jetzt heute nicht alle durch. Sind alle genau definiert auf Joomla.org. Rechts der saubere Code im grünen Bereich. Einfach sagen, ich glaube, die meisten kennen es vielleicht. In Joomla ist es zum Beispiel vorgeschrieben, ein if gefolgt von einer Leerzeile, die Parameter oder die Bedingung, eher gesagt die Bedingung in Klammern, gefolgt von einer neuen Zeile, die geöffneten Klammern, die Bedingungen in einer neuen Zeile. Links der rote Code, ihr ahnt es, Code Smell, entsprechend meinem Thema, hier stinkt es doch. Oder ein anderes Beispiel, eine Funktionsdefinition. Rechts die saubere Funktion, so wie es in Joomla vorgeschrieben ist. Ein sauberer Dokumentationsblock, welches Paket es ist, Sub-Package, welche Parameter übergegeben werden. Return-Tag, in dem Fall Void, weil die Funktion nichts zurückgibt. Ein Since-Tag, seit wann es die Funktion gibt, wieder gefolgt von der Funktion, ähnlich wie bei der Bedingung.
gefolgt von der Leerzeile, der Funktionsname, in Klammern der Parameter und so weiter. Ähnliches Spiel wie bei if-else. Links wieder der rote Code, entsprechend meinem Vortrag einfach Code Smell. Es gibt natürlich zig solche Standards, es sind insgesamt sehr viele Standards. Kurz vorweg, ihr könnt den Code lesen, oder? Und ist es okay wahrscheinlich? Genau, es gibt zig solche Standards. Würden diese Standards alle einhalten, wäre vieles verständlicher, leichter, wenn man sich mal eine fremde Extension herunterladet. Erkennt man schnell, wenn man es mal mit einer Extension vergleicht. Es geben Unterschiede, sprich, wenn alle Standards einhalten würden, wäre vieles leichter. Eine fremde Extension oder ein Template wäre leichter zu verstehen. Final und es gibt hier, wie gesagt, sehr viele solche Standards. Jetzt kommt die gute Nachricht. All diese Standards und Regeln könnt ihr nach diesem Vortrag sauber beherrschen und fortan sauber umsetzen. Und zwar gibt es ein Tool, ein Entwicklerwerkzeug, das euch bereits mit der ersten Zeile Joomla Code aktiv unterstützt, diesen Standard einzuhalten. Und zwar PHPCS, ausgeschrieben PHP Code Sniffer, Englisch PHP Code Sniffer, ist genau hierfür, für die Einhaltung des Code Standards, ein essentielles, kostenfreies Tool zum Entwickeln, Entwickler-Tool zum Programmieren. Und wie der Name schon sagt, es ist ein Code Sniffer, ein Tool, was euren Code erschnüffelt, sprich, was euch aktiv unterstützt, also diesen Standard einzuhalten. So. Dieser Code Sniffer. Eine Frage zu. Wer von euch programmiert bereits mit einem intelligenten Code Editor oder einem Code Editor? Sehr gut. Auch hier die gute Nachricht. Der PHP Code Sniffer wird mit den meisten, jetzt haben wir sehr vielen Code Editoren euch funktionieren. Und zwar, es gibt sogar eine Integration in Notepad++, Vim sogar, dem Kommandozeilen-Editor. Interessant wird es, wie gesagt, beim Arbeiten mit einer IDE, das ist eine sogenannte integrierte Entwicklungsumgebung. Und hier für die Entwicklungsumgebung wird es besonders interessant, und zwar gibt es den CodeSniffer für sämtliche Entwicklungsumgebungen wie NetBeans, PHP-Storm, Eclipse, Sublime Text, Genie und. Also es sollte wirklich für jeden was dabei sein, der nicht gerade mit Windows WordPad entwickelt. Entwickelt denn jemand mit Windows WordPad? Aha. Ja, nochmal Glück gehabt. Okay. Wo kriege ich jetzt den CodeSniffer her? Den CodeSniffer könnt ihr herunterladen. Nicht bei Apple, in unserem Fall von der Peer. Die Peer, Englisch die Birne, wer sie nicht kennt, ist die Extension-Seite für PHP-Extensions. Dort ist praktisch der CodeSniffer veröffentlicht und hier holt ihr euch den PHP-CodeSniffer. Zur Installation selbst, ich kann mir einmal herunterladen oder am Beispiel von XAMPP. Kennt jemand XAMPP? Ja. Das ist eine Apache PHP-Umgebung für Windows. Hier geht das Ganze ziemlich einfach. Ihr führt praktisch, also ihr müsst keine Konsole-Kenntnisse kennen. Das Einzige, was ihr braucht, ihr führt im XAMPP-Installationsordner das Command über die Eingabeerforderung, über die XAMPP-Konsole oder Git-Konsole, vollkommen egal, den Befehl aus, peer install php codesniffer, in unserem Fall jetzt die Version 1.5.6. Wieso ich hier auf die Version 1.5.6 eingehe, da komme ich später drauf zu. Es gibt den Sniffer bereits in der Version 2, behandeln wir gleich im Anschluss. Kurz vorab noch, wer kein Windows benutzt, den PHP Code Sniffer oder XAMPP selbst gibt es auch für Linux oder OS X Systeme. Final brauche ich, das Einzige, was ich brauche, kein XAMPP, was ich brauche, ist eine lokale Umgebung, wie eben lokal PHP, würde vollkommen ausreichen. PHP auf einer lokalen Serverumgebung und dort wiederum über die Peer einfach den Sniffer installieren.
Jetzt habe ich den Sniffer praktisch installiert. Der Sniffer ist praktisch eine PHP-Extension und der Sniffer ist ein Code-Sniffer. Sprich, der Sniffer schnüffelt euren Code. Jetzt gibt es natürlich viele Code-Standards, in unserem Fall Joomla, nicht WordPress. Es sind auch einige andere Standards installiert. Damit aber der Code-Sniffer jetzt unsere Standards erkennt, Sniffer installieren und dann holt ihr euch noch die Joomla Code Standards, die Regeln für den Joomla Code Standard. Diese sind definiert bzw. erhältlich auf dem offiziellen GitHub Account von Joomla im Repo Coding Standards und dort ladet ihr euch den Sniffer runter. Aktuell oder der aktuell stabile Branch, komme ich gleich dazu, ist der Version 1x, sprich Sniffer haben wir installiert. Code Standard lade ich mir herunter und wenn ihr den Sniffer bei euch installiert habt, findet ihr auf eurem PC entweder in XAMPP oder in eurer PHP Installation den Pfad, wo praktisch der Code Sniffer installiert ist und hier findet ihr einen Ordner, wo die Standards für den Sniffer liegen und hier in diesem Ordner legt ihr praktisch die Joomla Code Standards, die wir uns von Joomla geholt haben, ab. Und somit wird im Endeffekt der Sniffer installiert mit den Joomla-Regeln, damit der Sniffer euren Joomla-Code durchschnüffeln kann. Wem das Ganze jetzt zu schnell war, es gibt eine Anleitung auf Joomla.org auch dazu, eine ähnliche Anleitung. Kurz vorweg, auf Joomla.org wird die Installation mit Composer durchgeführt. Wer vorher vielleicht da war, ist ein Paketmanager. Wer da bereits Erfahrung hat, kann auch gerne die Installation über den Composer nehmen. Aus meinen eigenen Erfahrungen und auch von Kollegen kann ich sagen, dass die Installation über die Peer ein Stück einfacher ist. Final einfach durcharbeiten, an sich kein Hexenwerk. Auf Joomla.org steht dann auch noch zum Beispiel, wie ihr den Sniffer in eure IDE aktiviert und integriert. Das sind auch wieder verschiedene IDEs angegeben, wie PHP Storm, NetBeans und. Die einen haben es vielleicht schon gemerkt, wieso habe ich jetzt bei der Installation den PHP CodeSniffer in der Version 1.5 empfohlen. Kurz vorweg, die 1.5er Version hat nichts mit Joomla 1.5 zu tun. Es gibt den Sniffer aber tatsächlich bereits in der Version 2, sogar in der Version 3. Wie ihr aber wisst, wir brauchen immer den Sniffer und die Joomla Code Standards. Und hier liegt das Problem, denn aktuell mit der Joomla 3 kompatibel stabiler Joomla Code Standard ist die Version 1x für den PHP CodeSniffer 1.5.6. Es gibt aktuell sogar eine Version 2 in Joomla, die läuft sogar teilweise stabil, ist jedoch aktuell in der Alpha und es gibt 2-3 Issues, die aktuell Probleme machen. Dann würde ich gesagt für den Anfang empfehlen, installiert die Version wie hier, dann läuft das Ganze sauber und stabil. Wenn ihr da drin seid, probiert es auch gerne mal die 2er Version. So, und jetzt habe ich den Sniffer praktisch installiert, Installation abgeschlossen. Wie das Ganze jetzt im Einsatz aussieht, in eurem Editor aussieht, hierzu kann es sein, dass ich je nach Editor, jeder nutzt eine andere Umgebung, einen anderen Code-Editor, einen NetBeans, die anderen PHP Storm. Hier am Beispiel vom PHP Storm muss ich praktisch den Sniffer, ihr findet irgendwo in den Einstellungen der genannten Editoren und bestimmt noch weiterer, die Einstellungen, wo man den CodeSniffer aktivieren kann und dort müsst ihr im Endeffekt dann nur noch den Joomla Standard auswählen und euer Code Editor versteht dann praktisch schon mal den Joomla Code Standard. So, wie der Sniffer nun im Einsatz aussieht, jetzt habe ich ihn praktisch installiert, in meiner IDE integriert und aktiviert. Hier wieder ein Beispiel vom PHP Storm. Wir kommen nachher noch auf ein paar andere Editoren. Final sieht das Ganze immer ähnlich aus. Oben der Editor im quasi Normalmodus und unten der PHP CodeSniffer. Auch gleich mit der ersten Meldung. Das ist die Meldung, die uns der Sniffer hier auswirft bei dem obigen Code. Blank Klein found at start of control Struktur. Und eine einfachere Meldung, sprich
Nach dem if ist in Joomla vorgegeben, die geschweiften Klammern in einer neuen Zeile, hier schön beanstandet. Die Zeile zu viel, ich erkenne sofort, es stimmt was nicht, unten rechts auch nochmal beanstandet. Sprich, ich habe eine aktive Unterstützung beim Coden, auch direkt mit dem Lösungsvorschlag. Oder hier am Beispiel eines anderen Editors, der einen anderen benutzen vielleicht, Eclipse. Ähnliches Prinzip, der Sniffer wieder im Einsatz, auch mit ein paar Meldungen, diesmal haben wir ein paar mehr. Zum Beispiel Whitespace found at end of line. Das ist eine sehr interessante Meldung. Hier wurden praktisch unnötige Leerzeilen am Zeilenende angefügt. Das ist vielleicht sehr lustig. Ich finde die Meldung sehr interessant, dass man solche Fehler in den normalen Einstellungen nicht direkt sehen kann und der Sniff uns praktisch hier aktiv Hilfestellungen gibt, was an dem Standard falsch ist. Oder oben, da ist scheinbar auch direkt der Pointer drin, darum habe ich die Hilfestellung direkt in der Eingabe. In der Funktion habe ich unnötige Leerzeilen. Das sind jetzt eher einfache Beispiele. Der Sniff erkennt auch Sachen wie, dass Konkatenationsoperatoren falsch gesetzt werden. Und. Es sind einige Standards, also die ganzen Joomla Code Standards sind in dem Sniffer festgelegt. Wie ihr wisst, ist der PHQ Code Sniffer eine PHP Extension. Und das ist auch der große Vorteil von dem Sniffer. Dadurch, dass das eine PHP Extension ist, wird der Sniffer von den Debuggern vieler Code Editoren in deren Design und in deren Debuggern integriert und auch in euren Editor ausgegeben, in eurer gewöhnten Umgebung eingebunden mit aktiven Hilfestellungen. Hier noch ein anderes Beispiel, der PHP Code Sniffer unter einem einfachen Editor, hier der Atom Editor. Ist auch sehr schön erkennbar. Der PHP-Stamm gibt uns hier direkt Hilfestellungen und sagt uns praktisch die Fehler. Oben hier auch schön rot markiert, die geschweiften Klammern mehrfach falsch gesetzt. Was ich hier besonders stark finde, ist, dass uns der Sniffer stets aktiv Hilfestellungen gibt und ich praktisch fast nicht aus kann, den Code-Standard fehlerfrei umzusetzen. So, kurzes Resümee. Welche Vorteile habe ich nun, oder welche konkreten Vorteile habe ich nun durch den Einsatz des Code-Sniffers? Erstens, mehr Aufmerksamkeit. Final gibt uns das Tool dadurch nicht nur mehr Aufmerksamkeit oder mehr Übersicht über den Code, sondern mehr Unterstützung bei der Programmierung selbst. Dadurch, dass ich stets darauf hingewiesen werde, habe ich praktisch immer ein gutes Gespür im Kopf. Ich weiß, bin stets im Joomla-Standard drin und über den Standard hinaus hat mir zum Beispiel sehr gut geholfen, auch mal die Joomla-Dokumentation zu hinterfragen, was uns noch zusätzlich Stärkung gibt, wie gesagt, über den Standard hinaus. Ein guter Nebeneffekt vom Sniffer. Als direkt zweiten Vorteil, als direkt zweiten, weiteren wichtigen Vorteil, haben wir den Einheitsstandard und die Lesbarkeit. Da jedes Stück Code gleich gut aussieht, ähnlich aussieht, ähnlich gut aussieht, eine vertraute Umgebung, egal ob ich jetzt in meiner Extension schraube, würden das alle Entwickler einhalten, auch in der fremden Extension zu Hause. Dies wiederum reduziert Fehler, sprich stabilere Programme, mehr Effizienz und Wartbarkeit bei der Funktionserweiterung, bei der Programmierung. Dies ist ein direkt sehr guter Punkt. Vielleicht angemerkt, wenn man sich bedenkt, dass im Schritt 80%, also 80% der Lebensdauer einer Software auf den Wartungszeitraum der Software entfällt, spart uns dies dadurch mehr Zeit, mehr Geld. Frage dazu, und wer liebt es nicht, mehr Zeit und Geld zu sparen? So habe ich mir gedacht, der nächste Kaffee geht auf euch. Ja, wem die Thematik zusagt, will ich euch gerne noch ein paar weitere Tools mitgeben. Einmal kurz angeschnitten den PHP-Messdetektor. Da geht das Ganze noch ein Stück weiter. Dann der PHP-Messdetektor, ähnlich wie der Codesniffer, hier auch noch auf ungenutzte Parameter hinweist. Ungenutzte Funktionen, Methoden, Eigenschaftsnamen, sprich über den Code-Style
habe ich auch aktive Unterstützung. Was muss in den Code? Oder ein sehr interessantes Tool, der PHP Coding Standard Fixer. Das ist insbesondere sehr interessant, wie der Name schon sagt, kann man es vielleicht erahnen. Eine sehr gute Kombination zum PHP Code Sniffer, da dieses Tool dann auch noch eure Fehler automatisiert behebt. Hierzu, zur Automatisierung, fällt mir ein gutes Sprichwort ein, beziehungsweise ich habe es ja geplant. Nimm nie einen Menschen, wenn du eine Maschine dafür nehmen kannst, von der Gen Smith, dem Matrix-Architekten. Somit sind wir jetzt bei dem Punkt der Automatisierung angekommen. Auch hier ein weiteres Tool-Prozess. Continuous oder kontinuierliche Integration. Im Englischen Continuous Integration ist ein größeres Thema der automatisierten Softwareentwicklung. Ist insbesondere interessant, da durch Continuous Integration prüfen zum Beispiel Skripte, Maschinen, in dem Fall eine sogenannte Continuous Drohne, euren Code auf Code Standard. Ihr erinnert euch an die Geschichte vom Anfang, wenn ich meine Extension oder eher meinen Code auf Joomla.org einreiche. PHP-CS fehlgeschlagen. Warum? Eine sogenannte Continuous-Drohne ist über den Code gelaufen. Und wieso meckert sie meinen Joomla-Standard an? Weil in diese Continuous-Drohne dann meist direkt der PHP-Codesniffer integriert ist. Sprich, Maschinen prüfen mit Codesniffer, ob euer Code Joomla-Standard ist. Jetzt sind wir an einem Punkt, diese Continuous Integration ist ein sehr großes Thema der automatisierten Softwareentwicklung. Ich würde aber sagen, genug Input für heute. Startet mit dem PHP Code Sniffer durch. Das Ganze geht ziemlich einfach und ihr werdet auf die weiteren Themen ganz von selbst stoßen. Wenn ihr da dann mal drin seid, das Ganze kein Hexenwerk mehr. Vielleicht eine eigene Bemerkung: Würden alle wenigstens den PHP Codesniffer nutzen, wäre man in jedem Projekt zu Hause. Mit dem Wissen seid ihr jetzt um Welten weiter manchen, der der Code noch zum Himmel stinkt. Das Fazit des Ganzen möchte ich euch hiermit mitgeben, dass wenn alle wenigstens den Standard benutzen, wäre man in jedem Projekt zu Hause, habe ich schon erwähnt. Und damit Programmierer auf den richtigen Weg zu bringen, egal ob angehende Programmierer oder ob ich im Joomla Core entwickle, an meiner eigenen Extension schraube, der PHP Code Sniffer in jedem Fall ein Must-Have-Tool ist. Probiert es aus. In diesem Sinne würde ich sagen, Fragen? Wir haben noch einige Minuten. Wenn man das jetzt bei PHP integriert, wie lange dauert das ungefähr, bis man sich da reingearbeitet und es installiert wird? Wenn man es im PHP Storm integriert aktiviert, ist es sofort im Hintergrund dabei. Es gibt Aktivhilfestellungen, Einarbeitungszeit null. Meinst du, wenn man selber sich damit beschäftigt, ist man dann da? Kommt man von selbst, der Sniffer, ich muss jetzt noch ein paar Stücke zurückgehen, der Sniffer gibt quasi immer aktiv Unterstützung während des Coden. Also sobald ich die Klammer falsch setze zum Beispiel, unterscheidet sich vielleicht je nach Editor im PHP Storm, weil ich selbst benutze, wird der Code unterringelt sofort. Und wenn ich mit der Maus drüber gehe, habe ich sofort die Meldung, was falsch ist. Im PHP Storm zum Beispiel gibt es sogar noch einen Teilstandardfixer, muss man ausprobieren, wie er funktioniert. Steuerung Alt L. Und meistens ist der Code zum Beispiel bei Einrückfehlern sogar schon richtig eingerückt. Aber Einarbeitungszeit, wenn man da mal das Ding am Laufen hat, ist kein Hexenwerk, dann der Joomla-Standard fällt euch von Händen, sage ich mal. Ja, bitte. Fragen, Fragen, Fragen. Marco? Ja, kann man das auch auf, also du hast jetzt gesagt, das kann man auf XAMPP einsetzen. Und kann ich das jetzt auf auch XAMPP, auf, genau. XAMPP, ja, oder kann ich das auch auf anderen Umgebungen? Der PHP CodeSniff ist eine PHP-Extension und ist daher Umgebung. PHP ist Voraussetzung,
lokale Umgebung unabhängig. Das XAMPP ist, was haben wir noch? EasyPHP, UbiAMP oder wie sie auch immer heißen, oder nur PHP lokal. Das Einzige, was ich brauche, ist, wie gesagt, eine lokale Installation. Und da braucht ihr die Peer installiert, den PHP CodeSniffer, und dann läuft es auch. Also es wird wirklich für jeden was dabei sein, systemabhängig, Entwicklungsumgebung unabhängig. Der Code Fixer, funktioniert der auch in der 1.5er Version oder ist der erst ab 2? Teils, ja. In der 2er, das ist ein sehr interessanter Punkt, in der 2er sind einige Regeln mit drin. Dort funktioniert der Standardfixer bereits in einigen Sachen. Zum Code-Standard selbst mit dem PHP CodeSniffer ist der Punkt Joomla Code Standard komplett abgedeckt. In der 2, ne? Und in der 1 aber. In der 1 ist er in dem Sinne abgedeckt, weil ich immer darauf hingewiesen werde und ich direkt die Fehlermeldung bei mir habe. Der Fixer wird es automatisch fixen, genau. Aber ich, soweit ich weiß, wirklich erst ab der 2er Version. Genau. Im PHP Storm gibt es eine Integration. Mit was programmieren Sie? NetBeans. Könnte ich mir gut vorstellen. Ist auch eine größere IDE. Müssen wir mal schauen in den Einstellungen. Kann ich mir gut vorstellen. Ja. Sind wir schnell durch? Ich habe noch eine Frage. Kann man da auch andere Standards machen? Also wenn ich jetzt kann man machen? Ja. WordPress zum Beispiel? Nee, Spaß beiseite. Der CodeSniffer versteht verschiedene Standards. Man kann auch selber Standards definieren. Muss man sich allerdings ein bisschen mit dem Sniffer befassen. Der Sniffer selbst ist im Sinne am Kern auf PHP aufgesetzt. Der Joomla Code Standard ist aber von der Community gut abgedeckt. Der Sniffer selbst hat bereits einige Standards mit dabei, wie diese PS-Standards. Die sind auch teils in Joomla integriert, beziehungsweise Joomla ladet die Standards. Und da habe ich gesagt, also klar, eigene Standards sind kein Problem. Genau. Ja, wenn ihr keine mehr Fragen habt, sehr schön, freut mich. Dann würde ich sagen, wirklich genug Input für heute. Ihr wart gelang genug hier. Ich würde sagen, wir sehen uns auf dem Dinner. Bin nachher noch ein bisschen da. Kommt gerne auch persönlich auf mich zurück. Würde mich freuen. Zu den Folien selbst. Anwendung noch der versprochene Link. Jetzt dürft ihr Fotos machen. Ich hoffe, die Kamera hat alles drauf. In diese vielen Dank. Hat mich gefreut. Kamera off, Film cut. Und dann. Thank you.